Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz hier bei Holstein Kiel vor unserem Heimspiel gegen Darmstadt. Anpfiff ist am Sonntag um 13.30 Uhr. Aktuell haben wir über 10.000 Tickets verkauft. Am Sonntag werden aber auch die Tageskassen für alle Kurzentschlossenen geöffnet sein, wie immer 2 Stunden vor Spielbeginn. Ja, aufgrund der erwarteten Zuschauermengen bitten wir wieder um rechtzeitige Anreise, da es im Vorfeld des Spiels auch wieder eine technische Sperre der Polizei geben kann und somit mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden muss. Alle Fans, die mit dem Auto anreisen, können wie immer die Parkflächen rund um das Stadion nutzen. Wir empfehlen hier das Nikola-Tesla-Parkhaus im Wissenschaftspark. Entschuldigung. Alle Infos dazu wie immer auf unserer Homepage holstein-kiel.de. Und dann noch ein wichtiger Hinweis für alle Darmstadt-Fans, die mit dem Auto anreisen wollen. Am Wochenende ist der Elbtunnel gesperrt. Das bitten wir hier bei der Anreise zu berücksichtigen. So, jetzt kommen wir hoffentlich fehlerfrei zum sportlichen Teil. Und damit begrüße ich unseren Cheftrainer Marcel Rapp hier auf dem Podium. Marcel, steht dir ja Timo Becker gelb gesperrt, nicht zur Verfügung, und Marvin Schulz ist verletzt. Wie sieht es sonst aus? Ja, schönen guten Morgen. Erfreulicherweise ist der Trainingsplatz voll. Wir hatten Anfang der Woche noch ein paar Kranke mit Finn Bartels, mit Marco Comenda, mit Louis Holtby, der ja ausgefallen ist gegen Heidenheim wegen der Grippe. Der aber jetzt alle sind wieder auf dem Trainingsplatz. Und so, dass wir am Wochenende dann aus dem Vollen schöpfen können. Ja, danke Marcel. Dann kommen wir hier zu den Fragen der Kollegen von der Presse. Und wir starten mit Matthias Herrmann hier vor Ort. Ja, moin Peer, moin Marcel. Gegen Heidenheim ist man relativ schnell nach einem Eckball, nach einer einstudierten Variante in Rückstand geraten. Jetzt kommt mit Darmstadt das Team ins Holsteiner Stadion, was nach Eckbällen am häufigsten trifft. War das Verteidigen von Standards diese Woche im Trainingsprogramm oder? Also Verteidigen und Angreifen Standards ist immer auf dem Trainingsprogramm. Und ich glaube, das war ein gutes Tor, wo wir hätten verhindern können. Aber muss man auch mal sagen, super Ablauf von Heidenheim, schwer zu verteidigen. Aber grundsätzlich glaube ich, wenn man jetzt die Saison durchgeht, müssen wir uns da keine Gedanken machen. Wir haben ich erinnere an das Spiel gegen Rostock, wo wir, glaube ich, 20 Eckbälle wegverteidigt haben, auch gegen eine Mannschaft, die sehr standardstark war. Also von dem her machen wir uns jetzt da keine größeren Gedanken, weil wir, glaube ich, selber bei Standards offensiv gefährlich sind und defensiv wir auch schon bewiesen haben, dass wir es gut verteidigen können. Ja, die nächste Frage dann bitte von Janis Mohr von RSH, bitte. Wir hören nichts. Geht das jetzt? Ja, perfekt. Ja, ihr habt ja viele ehemalige Spieler vom HSV, Fiete Arp, Louis Holtby, Finn Porat, sind die vielleicht besonders motiviert, ihren ehemaligen Verein im Aufstiegskampf zu helfen und Darmstadt vielleicht ein Bein zu stellen? Boah, das haben wir jetzt noch nicht so thematisiert, aber da gibt es schon eine Verbundenheit zum HSV. Also ich glaube, die würden das dem schon gönnen im HSV. Grundsätzlich wollen wir die Punkte bei uns behalten. Wenn wir dann im HSV einen Gefallen tun, dann ist es umso besser. Aber wir gucken auf uns, dass wir die 3 Punkte da behalten wegen uns, wegen unseren Fans, dass wir denen ein schönes Spiel zeigen, dass ein erfolgreiches Spiel wird. Und das ist so der Hauptanreiz, dass wir das Spiel gewinnen. Dann die nächste Frage bitte von Lars Grüning, bitte. Moin moin, auch von mir in die Runde natürlich. Ja, die Saison neigt sich ja jetzt unweigerlich dem Ende so langsam entgegen. Waren viele Höhen dabei, auch ein paar Tiefen. Jetzt kommt der Tabellenführer nochmal. Ich glaube, die Sonne soll scheinen am Sonntag. Ist es doch mal ein schönes Highlight, oder? Ja, die Sonne scheint. Wollte gerade sagen, wenn wir in Darmstadt spielen würden, glaube ich, wäre das nicht so gut, wenn wir den Liedtext hören würden, weil das ist immer wieder ein Torfeld da. Aber klar ist ein Highlight gegen Darmstadt. Richtig guter Gegner. Stehen verdient auch da oben. Ich glaube, spielen eine sehr konstante Saison. Wenn man die letzte Saison noch mit berücksichtigt, da waren sie ja auch sehr konstant. Also von dem her kommt schon ein richtiges Brett auf uns zu. Aber wir haben im Hinspiel bewiesen, dass wir da mithalten können. Ich glaube, wir haben jetzt in Phasen in Heidenheim bewiesen, dass wir da ordentlich Fußball gespielt haben, dass wir mithalten können. Und deswegen, glaube ich, freuen wir uns auf das Spiel und wollen es erfolgreich gestalten. Ja, dann sind wir durch mit der ersten Runde. Fragen bitte per Handzeichen hier vor Ort oder virtuellem Handzeichen. Matthias, mit der ersten Nachfrage bitte. Ja, beim letzten Spiel war Hauke Wahl ja phasenweise ins defensive Mittelfeld gerückt. Einmaliges Experiment oder was haben die Analysen diese Woche ergeben? Ja, wir gestalten ja unseren Spielaufbau oft variabel. Von dem her war ja Hauke auch in den Spielen davor manchmal schon in so Position. Jetzt gegen Heidenheim ein bisschen mehr, weil wir es einfach forciert haben. Jetzt müssen wir mal schauen, wer alles zur Verfügung steht, endgültig, wie wir es dann genau angehen. Und mit Sicherheit wird Hauke Wahl auch mal wieder im Mittelfeld auftauchen, ob er jetzt da dauerhaft auftaucht.
zum Schluss auf der Heatmap oder das nur einmalig ist, das wird man dann sehen. Aber ich glaube, er hat seine Sache sehr gut gemacht. Er fühlt sich auch wohl da in den Räumen. Ist jetzt nicht irgendwie so, dass er in die Räume gezwungen wird und sagt, Trainer, was soll ich da eigentlich machen? Sondern er fühlt sich da eher wohl. Und von dem her, glaube ich, können wir uns wieder auf einen variablen Spielaufbau freuen. Ja, dann die nächste Frage von Lars Grüning, bitte. Ist ein Spiel gegen den Tabellenführer, in dem man ja eigentlich nicht viel zu verlieren hat. Man kann befreit aufspielen. Ist es auch da, wo man, oder ein Spiel, in dem man vielleicht nochmal auch mal ein bisschen mehr riskiert so, oder ist man doch eher abwartend? Naja, wenn man jetzt unsere Spiele sieht, in der Vergangenheit wüsste ich jetzt nicht viel Spiele, wo wir irgendwie abwartend waren und dann irgendwie so auf Sicherheit gespielt haben, sondern so wir sind Holstein Kiel, wir wollen für was stehen und das, glaube ich, zeigen wir Woche für Woche. Also von dem her, weiß ich nicht, so abwarten, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Ob wir jetzt da den Gegner brutal hoch anlaufen, aber wir werden auf jeden Fall, wenn wir den Ball haben, versuchen, fußballerische Lösungen zu wählen und nicht irgendwie in Angst erstarren und die Bälle weghauen. Wir freuen uns auf das Spiel, weil wir uns einfach mit den Besten messen wollen, weil wir auch wissen, wenn wir unsere Leistung abrufen, dass wir mit den Besten mithalten können. Und von dem her nichts zu verlieren. Also es geht um 3 Punkte, das wiederhole ich, glaube ich, Woche für Woche. Wir wollen 3 Punkte holen, wir wollen unser Ziel, wo wir ausgegeben haben, war Platz 8. Da müssen wir auch noch ein paar Punkte dafür holen. Und da wollen wir am Wochenende mit anfangen. Ja, dann schaue ich in die Runde. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, dann danke ich für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Wünsche noch einen schönen Freitag und wir sehen uns alle am Sonntag. Dankeschön. Tschüss.